Meine lieben Freunde des innovativen Hauses, ich heiße Alia Scharf. Ich bin Hausexpertin mit über 13 Jahren Erfahrung im Hausbaubereich und ich begrüße euch heute ganz, ganz herzlich wieder zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es hier um wunderschönes Haus. Das Haus hat einen Namen: Weitblick. Jetzt lassen Sie uns mal aus diesem kleinen Katalog wunderschöne Häuser anschauen. Ich präsentiere euch heute ein paar interessante Entwürfe, Grundrisse und Sie werden wie immer begeistert sein. Lass uns starten. Ich freue mich. Meine lieben Freunde, jetzt starten wir mit dem wunderschönen Katalog von Hartl Haus und betrachten uns die Hausserie Weitblick Edition. Denkt weiter. Das ist wirklich sehr, sehr interessante Hausserie. Ich zeige Ihnen heute traumhaft schöne Grundrisse und Pläne, die Hartl Haus entworfen hat und auch mit den cleveren und kreativen Köpfen erstellt hat. Wir blättern in diesem Katalog etwas durch und dann zeige ich Ihnen das Haus, was ich euch gerne präsentieren möchte. Schaut. Darüber habe ich bereits berichtet und auch ein Video aufgenommen über ein Haus mit einer Einliegerwohnung. Zu Hause sein, zu Hause bleiben. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt, wie wir unser Leben in ein paar Jahren oder Jahrzehnten gestalten wollen, was wir dann selbst oder unsere Lieben brauchen. Wir von Hartl Haus machen uns darüber Gedanken und planen nachhaltige Häuser, die sich an neue Lebensumstände und Bedürfnisse ihrer Bewohner auch in Zukunft noch anpassen können. Mit der garantierten Hartl-Haus-Umbauoption können Sie dann problemlos aus einem Haus zwei machen und eine eigene Wohneinheit zum Beispiel für eine Hilfskraft schaffen oder für die studierende Tochter, die sich noch keine Wohnung in der Stadt leisten kann und froh ist, in einem eigenen kleinen Apartment zu leben. Meine lieben Freunde, jetzt starten wir mit dem wunderschönen Haus. Das ist ein Bungalow, darum geht es heute in diesem Video. Weitblick Edition Komfort 93W, bei dem 93 Quadratmeter Fläche beträgt und W steht für das Walmdach als Dachform. Komfort 93W Weitblick. Entspannt wohnen auf einer Ebene. Das Haus Komfort 93W, das Wohn-Esszimmer mit integrierter Küche, schließt direkt an die Terrasse an und taucht den Bereich in eine herrlich sonnige Stimmung, die wie geschaffen für eine gesellige Familienzeit ist. Ein eigener Kinderbereich schafft Ruhe- und Rückzugsbereiche und lässt genügend Freiraum für Privatsphäre. Die Basis als Einfamilienhaus mit Umbauoption. Sie sehen hier auch das Zeichen von der Umbauoption. Gehen wir jetzt auf die Hausdetails an. Bebaute Fläche beträgt 111,78 Quadratmeter, die Netto-Grundrissfläche 93,23 Quadratmeter und das Walmdach als Dachform hat 22 Grad Dachneigung. Jetzt zeige ich Ihnen diesen wunderschönen Grundriss. Wir gehen jeden Raum einzeln ein und schauen uns alle Details ganz genau an. Wir beginnen hier mit der Haustüre. Durch die Haustüre gelangen Sie in eine Diele. Die Diele hat fast 4 Quadratmeter Größe, ist wirklich sehr, sehr schön, geräumig, auch einladend. Somit können Sie nicht nur alleine, sondern auch zu zweit, zu dritt, zu viert sogar in dieser Diele stehen und Ihre Gäste empfangen. Rechts geht es weiter in den sogenannten Technikraum, wo die ganze Technik ihren Platz findet. Der Technikraum ist mit einem Fenster ausgestattet und hat eine Fläche von knapp 5 Quadratmetern. Nach links geht's ins Bad. Das Bad ist ein Duschbad mit einer bodenebenen Dusche, mit einem Waschbecken und mit einer Toilette. Das Bad ist hier mit zwei schönen Fenstern geplant. Somit gelangt sehr viel Licht in das Bad und wenn das Haus an der Ostseite steht, dann haben Sie hier im Bad die Morgensonne. Weiterhin aus der Diele gehen Sie geradeaus in sogenannten Koch-, Ess- und Wohnbereich. Die Küche ist hier mit einer großen Küchenzeile ausgestattet und mit einer Kochinsel. Diese Lösung finde ich sehr praktisch, sehr gut.
Sie sehen, dass diese Küche wirklich geräumig ist. Es ist nicht zu klein. Es ist mit keiner Trennwand abgeschirmt. Die Küche ist geräumig und hat viel Platz als Stauraum und auch als Arbeitsfläche. In diesem Zimmer befindet sich auch ein Esstisch und natürlich der Platz ist vorhanden für eine Sitzcouch und eine Fernsehwand. Aus dem Wohnzimmer gelangen Sie direkt auf die Terrasse. Sie sehen hier eine schöne Terrassentür, ist hier ebenfalls eingeplant. Sie können es öffnen und direkt auf die Terrasse kommen. Aus diesem großen Raum gelangen Sie in den Schrankraum, das ist dann Ankleidebereich von dem naheliegenden Schlafzimmer. Die Ankleide ist groß genug, hat fast 7 Quadratmeter Größe, ist ebenfalls mit einem schönen Fenster ausgestattet und von der Ankleide aus gehen Sie direkt ins Schlafzimmer. Sie sehen auch hier, die Fläche ist genügend vorhanden. Mit über 11 Quadratmetern bildet dieses Zimmer eine schöne große Fläche. Von der Küche aus gelangen Sie in sogenannten privaten Bereich. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass auch hier in diesem Bereich zwei weitere Räume liegen. Zum Beispiel ein Gästezimmer, ein weiteres Gästezimmer oder ein weiteres getrenntes Schlafzimmer. Vom Flur aus gelangen Sie in zwei schöne, großzügige Schlafzimmer. Dieses Zimmer hat über 1334 Quadratmeter Fläche und dieses Zimmer ist mit 1040 auch sehr schön und geräumig. Natürlich dienen diese Zimmer dem anderen Zweck. Ich kann mir das auch als Arbeitszimmer oder als Gästezimmer durchaus sehr gut vorstellen. Jedes Zimmer, jeder Raum hat schöne, große, doppelte, zweiflügelige Fenster. Sie sehen, hier ist ein schönes, großes Fenster eingeplant und ebenfalls in diesem Raum. Aus dem Flur gelangen Sie auch in einen sehr praktischen Abstellraum. Natürlich können Sie in diesem Abstellraum alles Mögliche aufbewahren und auch lagern, stapeln. Sie können diesen Raum als extra Ankleide nutzen. Sie können diesen Raum als Archivraum vielleicht nutzen oder vielleicht auch als eine große Speisekammer, die auch die Nähe zu der Küche hat. Auch von diesen beiden Zimmern, Arbeitszimmer oder Gästezimmer, gelangen Sie direkt ins Bad durch eine Türe. Sie sehen auch hier ist der Zugang direkt ins Bad möglich. Natürlich auf Wunsch können wir diese Fläche schließen und somit gehen dann Ihre Gäste, falls sie hier übernachten, durch die Küche wieder ins Bad. Das können wir beliebig gestalten. Ich finde diese Lösung sehr interessant. Natürlich muss man berücksichtigen, wenn sich eine hier im Bad befindet, sollte die Türe zu sein. Schreiben Sie mir gerne in den Kommentaren, wie Sie diesen Grundriss finden. Ich zeige Ihnen gerne nochmal dieses Haus. Sie sehen, das ist ein Bungalow, ein klassischer, schöner, kompakter Bungalow mit über 93 Quadratmeter Fläche, mit einer überdachten Terrasse. So können Sie sich vorstellen, hier abends und tagsüber zu sitzen und einfach dann das Leben und das Wetter zu genießen. Hartlhaus ist natürlich noch weitergegangen und hat auch aus diesem kompakten Bungalow-Entwurf eine weitere Version und Variante entworfen und erstellt und hat das Komfort 93W Weitblick mit Einliegerwohnung benannt. Einfach und komfortabel ist dem beim Komfort 93W die Schaffung einer eigenständigen Wohneinheit möglich. Dank der intelligenten Grundrissplanung mit einem zweiten Eingangsbereich ist die Realisierung einer Einliegerwohnung denkbar. Einfach. Jetzt schauen wir uns die Einliegerwohnung in Details an und Sie werden sehen, wie schön und praktisch diese Lösung von Hartlhaus ist. Wir gehen jetzt in das Haus hinein. In dem vorherigen Video habe ich bereits erzählt, dass wir einen Bungalow kreiert haben. Die Architekten vom Hartlhaus haben sich viele Gedanken gemacht und wollten auf einer kompakten Fläche von 13,15 m auf 8,50 m nicht nur ein Haus als Bungalow gestalten, sondern ein Haus mit zwei Wohneinheiten, also mit einer Hauptwohnung und mit einer Einliegerwohnung. Jetzt schauen wir uns diesen Grundriss in Details an und Sie werden genauso wie ich bei jedem Hausentwurf von Hartlhaus begeistert sein. Starten wir jetzt hier mit der Haustüre in die Hauptwohnung und gehen rein, gelangen in eine Diele. Von der Diele, die wirklich schön geräumig ist. Sie können auch hier zu zweit, zu dritt, zu viert stehen
und auch ihre lieben Gäste empfangen, gehen sie rechts in den sogenannten Technikraum, der fast 5 Quadratmeter beträgt. Und dieser Technikraum ist mit einem Fenster geplant, ausgestattet. Hier findet die gesamte Technik des Hauses ihren Platz. Weiterhin geht es hier nach links in ein Duschbad. Natürlich ist es auch hier unabdingbar eine schöne bodenebene Dusche, ein Waschbecken und ein WC. Sie sehen, diese Fläche ist groß genug. Wir beim Hartelhaus können auch die Türen breiter machen, somit, wenn Sie den Bedarf haben, alles barrierefrei zu gestalten und auch behindertengerecht, rollstuhlgerecht alles zu gestalten, wäre das für uns als Hartelhaus-Baufirma problemlos möglich. Aus dem Bad durch die Diele gelangen Sie in einen offenen Koch-, Ess- und Wohnbereich. Sie sehen auch hier eine wunderschöne große offene, geräumige Küche mit vielen Schränken, mit viel Platz als Stauraum, mit einer großzügigen Möglichkeit, das Essen vorzubereiten, ihre Liebste zu verwöhnen und hier gemütliche Atmosphäre zu schaffen und die Vorbereitung der Speisen zu genießen. Sie sehen auch hier ein schöner Esstisch ist vorhanden. Natürlich ist die Wohnung für zwei Menschen ausgelegt, die hier in dieser Wohnung wohnen können. Sie sehen, auch hier ist der Platz für eine schöne großzügige Couch, 1, 2, 3 Sitzcouch, sogar mit einer Liegefunktion, Liegemöglichkeit vorhanden und auch der Platz ist genügend da. An dieser Wand kann ich mir auch gut vorstellen, dass ein Fernseher geplatziert wird. Sie sehen auch hier sogar der Platz für einen Kamin möglich, wenn Sie genauso wie ich die Wärme eines
Ich freue mich über Ihre Kommentare und auch wenn Sie ein schönes, kleines, kompaktes vielleicht Grundstück haben und auf dem Sie ein Haus, einen Bungalow mit 2 Wohneinheiten, also eine Hauptwohnung und eine Einliegerwohnung realisieren möchten. Ich bin gerne für Sie da. Schreiben Sie mir eine E-Mail. Hier finden Sie meine E-Mail-Adresse. Rufen Sie mich gerne an. Ich helfe Ihnen gerne weiter, damit auch Ihr Traum vom eigenen Haus vielleicht in dieser Konstellation mit einer Einliegerwohnung realisiert werden kann. Ich freue mich auf Sie. Wir vereinbaren gerne einen Termin. Ich komme dann auch vor Ort, um mir das Grundstück anzuschauen, um eine optimale Bebaubarkeit von diesem Bauplatz festzulegen, festzustellen und Sie optimal zu beraten, damit Sie nämlich zufrieden und glücklich mit Ihrer Entscheidung sein werden. Schreiben Sie mir gerne in den Kommentaren, wie fanden Sie dieses Video, ob es Ihnen auch weitergeholfen hat. Ich freue mich über jeden freundlichen Kommentar. Herzlichst, Ihre Hausexpertin Alia Sharp. Wir sehen uns.